Der Kollege Paul Schäfer hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Wehrbeauftragte ist ja so eine Art Kummerkasten der Soldaten, und deshalb diskutieren wir folgerichtig über die Versorgung von dem Einsatz Verwundeten, Traumatisierten, um die Vereinbarkeit von Dienst und Beruf. Das ist alles in Ordnung. Wir haben auch mit dem Phänomen zu tun, dass viele der im Bericht angesprochenen Defizite hinlänglich bekannt sind. Das heißt, die wiederholen sich immer. Ob das Fehlverhalten von Vorgesetzten ist, Versäumnisse bei der Fürsorge für die Soldatinnen und Soldaten, Überlastungen in den Einsätzen oder den Klassiker schlechthin, die ausgebliebene Neufassung des Haar- und Barterlasses. Ich fürchte nur, dass sich daran wenig ändern wird. Und das hat meines Erachtens sehr viel auch damit zu tun, dass alles von der politischen und militärischen Führung der Streitkräfte auf die Belange der Armee im Einsatz untergeordnet wird. Davon ist die Tagesordnung bestimmt. Und das führt mich zu dem Punkt, den ich ansprechen möchte. Der Originalauftrag des Wehrbeauftragten laut Grundgesetz heißt Schutz der Grundrechte und Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte. Das ist der Punkt. Dass hier die parlamentarische Kontrolle herausgehoben wird, hat natürlich was mit der Besonderheit von Armeen zu tun und was mit der leidvollen deutschen Wehrmachtsgeschichte. Aus deren Aufarbeitung ist eben dieses neue Leitbild Staatsbürger in Uniform entwickelt worden. Dieser Staatsbürger in Uniform sollte strikt in seinem Handel an Recht und Gesetz gebunden sein. Er sollte dafür auch die Gesetze und das Völkerrecht kennen. Er braucht eine ethisch-normative Grundbildung, um eigenständig verantwortungsbewusst handeln zu können. Er braucht Einspruchs- und Widerspruchsrechte. Er muss über seine Rechte Bescheid wissen. Und die innere Verfasstheit der Streitkräfte darf sich nicht nur nach dem Befehlen-Gehorsamsprinzip richten, sondern muss, soweit es geht, demokratisch aufgestellt sein. Ich denke, dass dieses Leitbild durch die forcierte Ausrichtung der Bundeswehr auf eine Armee im Einsatz in Gefahr gerät, dass es in Gefahr besteht, ausgehöhlt zu werden, und dass hier unsere Kontrollpflicht liegt und auch die des Wehrbeauftragten. Was müsste geschehen? Erstens, es geht um Einstellungen und Sensibilitäten. Es hat spätestens der 4. September 2009 Kunduz, Bombardierungsbefehl und den Umgang damit gezeigt, dass wir da Dinge kritisch prüfen müssen. Hier geht es um Sensibilisierung von Soldatinnen und Soldaten. Und es kann auf keinen Fall angehen, dass man, weil man eben fürchtet, dass die Kampfmoral, die Wehrmoral zusammenbricht, dass man das über die ethisch-moralischen Grundprinzipien stellt. Das darf nicht sein. Zweitens bedeutet es, sorgfältiger auf das Verhältnis von militärisch-taktischer Ausbildung und allgemeiner Bildung zu achten. Es läuft doch etwas schief, wenn politische Bildung nach wie vor mitunter, also nach den Nachtmärschen, stattfindet, wenn also die Soldatinnen und Soldaten das überhaupt nicht mehr verfolgen können. Und ich finde, es läuft auch etwas schief, wenn sich Lehrkräfte der Führungsakademie der Bundeswehr bitter darüber beklagen, dass dieser Bereich ethisch-normative Bildung immer mehr ausgedünnt wird, weil man sagt, das brauchen wir doch unter den Bedingungen einer Einsatzarmee gar nicht mehr so. Ich finde, da muss viel geschehen, und es wäre gut, wenn sich die Bundeswehr bei dieser Vermittlung dieser ethischen Grundlagen noch mehr für zivile Expertinnen und Experten öffnen würde. Die Militärseelsorge kann und sollte das nicht leisten. Drittens, schließlich ist es eine bleibende Aufgabe, genau hinzuschauen. Wenn es um sogenannte Rituale oder andere Dinge geht, mit denen ein bestimmter Chorgeist ausgebildet werden soll. Das hat ja auch oft damit zu tun, dass den Soldaten als Kämpfer herauszubilden zu formen. Und auf geistiger Ebene geht es dann mitunter um falsche Traditionspflege. Hier ist parlamentarische Kontrolle Pflicht, und das ist auch eine Aufgabe des Wehrbeauftragten. Viertens geht es darum, die weitere Demokratisierung der Streitkräfte zu fördern. Wir werden ja demnächst hier auch über Beteiligungsrechte, Neufassung von Beteiligungsrechten reden. Es geht aber auch um die Einbindung der Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehrreform, auch um neue Wege bei der Besetzung von Führungspersonal. Da gibt es viele Dinge, die man ändern kann. Der Hinweis des Wehrbeauftragten, das gehört alles zum Alltag seiner Behörde, ist ja gut und richtig, und Sie machen da ja auch eine gute Arbeit. An der Stelle einen recht herzlichen Dank an Sie, Herr Königshaus, und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die machen wirklich einen guten Job, gar keine Frage. Beispiele, Gorsch Fock, Schießunfälle, Afghanistan und so weiter. Da haben Sie zeitnah berichtet und haben sich auch Vorschluss mit der Regierung angelegt. Das ist genau auch Ihre Aufgabe. Das ist Aufgabe des Wehrbeauftragten. Aber ich bleibe dabei, wir müssen weiterhin auch über die Schwerpunkte reden, über die Schwerpunkte Ihrer Amtsführung. Da gehört dieser Bereich innere Führung meines Erachtens elementar dazu und darf nicht vernachlässigt werden. Vielen Dank.